Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Let's Play. Ja, ich weiß, ich habe momentan sehr viele. Ich glaube jetzt wieder fünf. Aber naja, ich glaube drei Stück davon sind in nächster Zeit eigentlich beendet oder könnte ich jedenfalls beenden. Jeden Tag ein Video von diesem Spiel, bis ich weniger Projekte habe. Also wartet ab. Ihr habt einen coolen Spruch am Anfang verpasst. Das Spiel warnt davor, dass ja, nicht, es warnt nicht davor. Es sagt halt nur, dass diese Inhalte, die Explosionen und so, nicht real sind. Und dass das hier alles nur ein Spiel ist. Was wir auch gar nicht wissen und so. Lokale Spielerprofile. Ich hatte schon erstellt. Hab kurz geguckt, ob Fraps geht. Aber an sich noch nicht. Ja, das Spiel ausprobiert. Ja, ich mache ein neues. Oder? Kann ich das löschen? Kann ich das löschen? Ich kann. Ne, mit der Maus kann ich nichts machen. Okay. Wie ich auf der Let's Play gekommen, vor einem Monat, vielleicht sogar noch länger, her, hatte mich jemand angeschrieben. Den Namen kenne ich leider nicht mehr. Ah, toll. Egal, dann nehme ich meinen. Ich will das löschen. Warte, machen wir das so. Ich nenne mich jetzt Affe. Okay. Ja, nicht speichern. Spielstand erstellen. Erstellen. Okay. Spielstand wird erstellt. Bitte den Computer nicht abschalten. Och nö, jetzt geht er direkt ins Spiel. Das verhindere ich aber. Nein. Bla 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 bla. Ende. Okay. Und ja, ich stehe immer noch kurz vor dem Umzug. Übermorgen geht es los. Dann bin ich in der neuen Wohnung. Gerade den neuen Anschluss gekriegt. Internetmäßig. Scheint auch alles zu funktionieren. Bin ich doof? Da. Okay, und jetzt. Ah, Profil löschen. Okay. Tab, Tab, wo ist Tab? Da ist Tab. Enter. Yeah. Das Profil erstellen. German Let's Play. Jetzt geht es los, Leute. Spielstand erstellen. Jetzt meint er wieder speichern zu müssen. Und ich spiele mit einem Gamepad. Mit einem etwas älteren von meinem Bruder. Ist nicht wirklich dafür Willkommen in der geschaffen. Show. Den Ah. schriftlichen Test hast du bestanden, aber bist du auf der Rennstrecke genauso gut? Wenn du mich dort draußen beeindruckst, bist du dabei in der ersten Folge der neuen Staffel von Split Second. Es werden Milliarden von Menschen zusehen. Wir müssen also sicherstellen, dass du das Gaspedal findest. Ein Rennen wie dieses hast du noch nie erlebt. Ich weiß, du willst gleich loslegen und was in die Luft jagen, aber zuerst die Basics. Zeig mir, was dieser Testwagen drauf hat. Runde auf dieser Strecke und sei schnell. Wir sehen uns hier am Start wieder. Na los, gib Gas! Okay, ja, Gas habe ich schon gefunden. Was ist denn Taste 8? Oh, es ruckelt leicht. Nein, es ruckelt doch. Jetzt nicht mehr. Sehr komisch. Also ich habe alles auf High Quality. Höher geht nicht. Warum auch immer das geht. Ich freue mich jedenfalls, dass es geht. Wow, wow, und Leute, ich bin schlecht in Autorennspielen. Richtig schlecht. Also da konnte ich noch nie viel. Und, wo lang denn? Da drehe ich mich bei den Gut Autorennspielen immer gemacht. auf. Sammle jetzt Energie, damit du Explosionen auslösen kannst. Drifte, um einen blauen Abschnitt in deiner Anzeige zu füllen. Drifte ich denn? Gar nichts gedrückt. Diese Taste? Hä? Okay. Hey Leute, ihr entscheidet. Ich drücke jede Taste gerade. Ah, okay. Ne, das ist Bremsen. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Da, jetzt habe ich das wieder gemacht, aber ohne zu wollen. Taste. Ach, genau. Bitte mal abstimmen, Leute. Sagt mir, ob ich so fahren soll wie jetzt oder so. Ist eure Entscheidung. Und ja, also ich finde das hier nicht wirklich gut, weil. Du hast jetzt genug Energie für ein Powerknopf. Folge den anderen Testfahrern und wenn du über ihnen ein Ziel siehst, jage es mit dem Powerknopf in die Luft. Okay. Weil, ja, man sieht halt nicht alles.
Hä? Habe ich den jetzt schon verschwendet? Ah, fett. Energie, bevor es weitergehen kann. Der Zähler muss rot werden. Gib Gas. Geil. Also das ist schon mal einzigartig, soweit ich weiß. Das gab es sonst noch nicht, sowas. Dass du dann einfach irgendwas explodieren lassen kannst. Ah, da trifft nämlich langsam raus. Juhu! Wow! Verdammte Axt! Und komm, stirb! Geht nicht. Hab wohl noch nicht genug. Die Anzeige muss erst rot sein, okay. Ja, läuft doch schon ganz gut. Ich habe zwar alle schon tausendmal überholt, aber das ist ja nur der Testing in hier. Yeah. Mit dem Level 2 Power Knopf hast du noch größere Explosion. Nämlich dann, wenn du über dem anderen Pfad ein rotes Symbol siehst. Probier's mal. Danke, 3. Okay, 3. Okay. Noch ein letzter Test, bevor es losgeht. Setze mehrere Fahrer und Powerplays außer Gefecht. Dann werde ich jetzt einfach mal ein bisschen um eine Kurve gehen. Ja. Oh. Okay. Das Auto geht anscheinend sehr schnell kaputt. Aber wir sind direkt wieder im Spiel. Wow, wow. Also Autorennspiel. Das letzte, was ich gezockt hatte, war, glaube ich, wie hieß das? Irgendwann mit Dirty. Mac Dirty, Ride Dirty Dings. Kenne ich nicht mehr, habe ich vergessen. Wow, 2 Gegner übrig. Wieso nur 2? Habe ich jetzt schon 3 Stück gekillt oder wie? Und. Ja, Rob! Ah, scheiße. Drehen. Ja. Ja, weiter, 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 weiter. Bringt anscheinend nicht viel. Ich crashe die jetzt mal. Mal gucken, ob das was bringt. Ich töte dich, du Arschloch. Naja. Ich will nicht. Na super. Wenn das so schnell weitergeht, dann. Scheiße, Crash. Okay. Gut gemacht. Gute Arbeit. Das heißt, Glückwunsch, du bist dabei. Lass uns das Set hier fertigstellen und wir sehen uns dann in der ersten Folge der Show wieder. Viel Glück. Das erinnert mich ehrlich gesagt an dieses, wo man Stunts machen soll. Stuntman Ignition, glaube ich. Setze deine Scheiße zu spät. Staffel. Ja, mache ich Staffel. Auf Sendung. Neu. Folge 1. Folge 2. Folge 3. Geil. Ja, das Spiel ist bis jetzt willkommen, ziemlich geil. Split Second. Wenn Sie auf verboten schnelle Autos und explosive Spannung stehen, dann sind Sie genau richtig. In den nächsten 12 rasanten Folgen treten auf unserer Rennstrecke Wettbewerber aus aller Welt gegeneinander an, um sich einen Platz in der Split-Second-Elite zu ergattern. Diese Riege erstklassiger Fahrer gilt es zu besiegen. Wer muss seinen Koffer packen und wer kommt in die nächste Runde? Die Kandidaten wählen ihre Events, bei denen sie möglichst viele Credits sammeln, um sich für das Meisterschaftsrennen zu qualifizieren. Brücken werden einstürzen, Häuser zu Staub zerfallen. Nirgends ist es sicher. Fahrer, wählt eure Events mit Bedacht und anschneiden nicht vergessen, denn in der Stadt draußen knallt's gleich. Split Second. Okay. Nächster Wagen in 100 Credits. Ich würde sagen, ich fange mal hier an. Oh. Och nö, Drift, Geschwindigkeit, Beschleunigung. Ich würde sagen, ich nehme den. Ja. Feuerwerk. Manche Events brauchen bestimmte Wagen. Probiere sie aus. Nein, keine Lust. Ich hole mir den besten und dann bin ich durch.
Nein, ich werde alle Staffeln machen, denke ich mal. Das ist kein einmaliges Video. Und wieso soll ich jetzt Enter drücken? Ich habe dann Joypad, Joystick. Komm, geh weg. Stirb. Aber was sollen die 7? Was? Hä? Runde 1 von 3. Okay, das verstehe ich.